Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Vielleicht bist du ja noch kein Aktienfreund, wirst es aber werden, wenn ich dich hier überzeugen kann mit dem Starterdepot, dass du durch langfristiges Investieren tatsächlich relativ entspannt eine schöne Rendite erzielen kannst. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es um das langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das machen wir mit dem Starterdepot. Das hat jetzt Premiere, war jetzt die 12. Sparplanausführung. Wir haben jetzt quasi ein Jahr voll. Ich zeige dir, wie es gelaufen ist, im wahrscheinlich am besten dokumentierten öffentlich zugänglichen Depot überhaupt. Und fangen wir mal an. Getreu nach dem Motto Buy in May and still today haben wir jetzt eine weitere Sparplanausführung gehabt, denn wir wissen ja, Market Timing, wenn die Corona-Krise eins gezeigt hat. Market Timing ist für den allerwertesten, das heißt, es funktioniert nicht. Und deshalb einfach 500 Euro relativ entspannt jeden Monat in die 20 ausgewählten Aktien, auf die wir uns geeinigt hatten, investiert. Und das trägt Früchte und das zeige ich dir jetzt anhand von unterschiedlichen Auswertungen. Eins vorab, mich würde mal interessieren, bist du im Starterdepot dabei? Machen wir eine kleine Abstimmung. Bist du im Starterdepot dabei, mit investiert, ja oder nein? Und gleich noch die nächste Frage hinterher. Falls du im Starterdepot investiert bist, bist du denn zufrieden, wie es bisher so gelaufen ist? Das würde mich mal interessieren. Dann jetzt aber weiter, schauen wir uns das Starterdepot an, aus unterschiedlichen Ansichten. Das hier ist die Live-Ansicht der Consorsbank. Hier siehst du das Starterdepot tatsächlich. Also es hat jetzt einen Wert von 6.213 Euro. Und dann haben wir auch noch ein paar hundert Euro auf der hohen Kante, ungefähr 250 Euro, weil wir nicht sofort die 20 Aktien hatten als Sparplan, den wir investiert hatten. Denn wir haben uns dazu über die Monate im mit der Aktienfinder-Community darauf geeinigt, in welche Aktien wir investieren möchten. Und da halten wir noch ein bisschen was auf der hohen Kante und das sind noch die Restbestände, 200 noch was Euro, 250 Euro. Das siehst du jetzt hier nicht. Du siehst aber den absoluten Depotwert hier. 6.000 Euro haben wir bisher investiert, das heißt 12 mal 500 Euro. Und aus diesen 6.000 Euro sind jetzt eben diese 6.214 Euro geworden. Das sind die Aktienwert, 6.214 Euro plus nochmal 255 Euro bar sind jetzt 6.470 Euro, 7,8% Rendite, nicht gewichtet auf die Laufzeit. Hättest du quasi das Geld aufs Tagesgeldkonto gelegt, hättest du ungefähr Pi mal Daumen, je nachdem, 15 Euro, schätze ich mal, irgendwas an Zinsen bekommen. So haben wir jetzt, das wirst du nochmal genauer sehen, ein paar hundert Euro immerhin an Kursgewinnen gemacht. Und ungefähr das Vierfache von dem geschätzten Zins an Dividenden kassiert. Also das sind halt so die Unterschiede. Ja, dann sind das hier die unterschiedlichen Aktien. Das sind in der Zahl insgesamt 20, in die wir ja investieren. Das dann auch nochmal nachher schön sehen im Diagramm. Und die erste Aktie, mit der wir angefangen haben, die erste Aktie, auf die wir uns geeinigt hatten, das war tatsächlich Microsoft gewesen. Das siehst du dann hier, wenn du in die Details gehst, das siehst du dann hier die Historie. Wie wir angefangen hatten, zum 1. Juli war das die erste Sparplanausführung. Damals hat die Aktie 122 noch was Euro gekostet. Dann siehst du hier jeden Monat ein weiterer Kauf dazu. Alles automatisiert. Dann ist der Aktienkurs gestiegen auf 130, 140 Euro, 150, 157 Euro in Spitze. Dann kam die Corona-Krise, der Corona-Crash. Und Microsoft ist wie alle anderen Aktien auch oder hat wie alle anderen Aktien auch den Rückwärtsgang eingelegt. Dann haben wir hier zum 16.3., also zur Mitte März, ja mal eine Extra-Runde eingeschoben, nochmal alle Sparpläne ausgeführt. Das war aber mit System, das war jetzt, wenn du so willst, schon eine Art Market Timing gewesen, aber das war was nicht, was wir aus dem hohlen Bauch raus gemacht haben, wo wir uns vom Gefühl quasi überwältigen lassen und dann beispielsweise voller Verzweiflung auf den Verkaufsbutton drücken, weil wir retten wollen, was noch zu retten ist. Nein, wir machen das in die andere Richtung und wir haben von vornherein gesagt, das Geld, was noch über ist, weil wir nicht sofort in 20 Aktien investieren, aber schon für 500 Euro in Sparplan quasi das auf unser Verrechnungskonto überweisen,
ist etwas Geld über und das haben wir jetzt eben dann investiert gehabt in Kursrückgänge, um da dann günstig nochmal nachzukaufen. Hat sich bewährt, du siehst dann hier, kam es ja dann zu der sogenannten V-förmigen Erholung, die man so bestimmt nicht erwartet hat. Und jetzt ist die Aktie wieder auf neuen Höchstkursen, 167, 168 Euro fast. Das ist quasi die Logik des Sparplans und die Logik auch des Starterdepots. Und interessant ist dann, wie es insgesamt gelaufen ist. Einen kleinen Eindruck hast du ja mittlerweile schon, dadurch, dass wir aus den 6.000 Euro fast 6.500 Euro gemacht haben. Dann gibt es hier bei der Consorsbank den sogenannten Personal Investment Report. Den gucken wir uns mal ganz kurz an. Der ist noch nicht ganz auf dem neuesten Stand. Das ist noch die April-Version. Aber interessant ist natürlich hier die komplette Auswertung über das gesamte Jahr, also in dem Fall bis April 2020. Und was einfach ganz nett ist, das ist diese Ansicht hier. Und das ist im Prinzip das ganz Zentrale, was auch zeigt, was wir erreichen wollen, wenn wir langfristig investieren in Aktien. Siehst du hier diese schöne Treppe im Prinzip, wo der Depotwert immer mehr steigt. Am Anfang war das alles sozusagen Bargeld, hatten wir nur einen einzigen Sparplan und dann hatten wir mal zwei Sparpläne und so weiter. Dann siehst du hier dieses Graue. Das ist der Marktwert des Depots, also der Wert der Aktien tatsächlich, wie der immer weiter ansteigt. Auch diese Treppchenbildung und das ist ja das Blaue. Das ist das Bargeld, was noch da rumliegt, weil wir am Anfang eben nicht komplett investierten, diese 500 Euro. Und dann geht es einmal ein bisschen runter. Das ist der Corona-Crash, ein echter Börsencrash gewesen, wo es die Indizes um mehr als 20% nach unten gehauen hat innerhalb kürzester Zeit. Und da kriegst du schon den Eindruck, dass das Starterdepot doch ziemlich gut durch den Corona-Crash kam. Und wir haben ja jetzt dann mittlerweile neue Höchststände, sind mittlerweile über den 6.000 Euro. Hier sind es noch leicht unter 6.000 Euro. Und der Barbestand hat sich hier mal durch den Extra-Nachkauf ja reduziert um 500 Euro. Hatte ich ja gerade eben schon geschildert gehabt. Und im Nachhinein waren das tatsächlich eine Sparplanausführung zu den Tiefskursen. War ein Zufallstreffer, hätte ja noch weiter runtergehen können, dann hätten wir das restliche Bargeld auch noch investiert. So haben wir immer noch ein bisschen was über. Wenn es dann das nächste Mal runtergeht, werden wir das dann auch nochmal reinbuttern, so lange, bis wir dann quasi kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch Aktien haben. Und auch interessant siehst du dann hier diese V-förmige Erholung quasi der Börse, siehst du auch hier im Starterdepot, ist im Prinzip hier ein V, es geht nach unten, dann wieder nach oben. Das V setzt sich jetzt noch fort im Monat Mai. Das wirst du dann in einer anderen Auswertung, die ich dir auch gleich noch zeigen werde, sehen. Auch interessant hier, ich mache es nochmal ein bisschen größer. Da geht es dann schon ein bisschen in die Richtung Benchmarken, was wir dann auch noch ein bisschen ausführlicher machen werden. Und zwar hast du dann hier unser Starterdepot und dann hast du hier einige Indizes zum Vergleich. Das Starterdepot hieß hier in Blau und das siehst du, nach oben ist die Performance. Du siehst also, dass ein paar Vergleichsindizes eine negative Performance haben. Das wäre dann der DAX, der Dow Jones und der Dow Jones Eurostoxx 50, also von Europa 50 große Aktienwerte sind minus, Nasdaq im Plus und das Starterdepot ebenfalls im Plus, ungefähr auf der Augenhöhe des Nasdaq, aber mit einer deutlich niedrigeren Volatilität, also einem deutlich niedrigeren Risiko. Das wirst du nachher auch bei Portfolio Performance auch nochmal bis zum aktuellen Stand, also bis Stand heute sehen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Kombination. Das Ganze freut mich auch. Was sehen wir hier noch? Die Anzahl der Trades. Ja, okay. Dann siehst du hier, also relativ gleich, sollten jetzt immer 20 Sparplanausführungen hier sein. Und hier einmal 40, weil wir noch eine extra Runde gedreht haben im März. Ausschließlich Käufe, kein einziger Verkauf. Gut, und ich denke, ich hatte ja schon gesagt gehabt, wir haben eine Rendite erzielt von 7,8%. Jetzt gehen wir kurz zur Portfolio-Performance. Dann siehst du das auch nochmal. Hier haben wir dann unterschiedliche Kennzahlen, aber alles ist grün. Hier hast du den Endwert, wieder diese. Das heißt, der Depotwert von 6.200 noch was Euro. Das war bei der Consorsbank ein bisschen mehr. Hier sind es ein paar Euro weniger. Das hat dann mit den unterschiedlichen Kursen, Kursstellungen, auch mit den unterschiedlichen Börsen zu tun. Aber es sind immer 6.200 noch was Euro. Und
Ich denke allgemein, ich hatte ja bereits erwähnt gehabt, beim Tagesgeldkonto hättest du wahrscheinlich so um die 15 Euro gemacht für das ganze Jahr in Form von Zinsen. Und ich denke tatsächlich, wir haben das Zeitalter der Aktie vor uns. Es spricht vieles dafür. Warum? Weil es einfach keine Zinsen mehr gibt. Also du siehst es hier bei Trading Economics beispielsweise. Da siehst du die Zinsen, den Zinssatz, den historischen für Deutschland und ab im Jahr 2000 oder ein bisschen vorher, du siehst, es hat mal 4%, mal ein bisschen mehr als 4% gegeben vom Leitzins her. Der Leitzins, der ja im Prinzip sagt, wie viel Geld kostet. Das heißt, wenn du kein Geld hast und du musst dir Geld leihen, dann sagt er dir oder bestimmt mit, wie viel Geld für dich kostet, wie viel Zinsen du bezahlen musst. Und wenn du umgekehrt das Geld hast und das anlegen möchtest, dann bestimmt dieser Zinssatz auch mit. Wie viel Geld du bekommst, also wie viel Zinsen du bekommst für dein Geld. Und da sind wir jetzt eben bei relativ klar stolzen 0% schon länger. Und das ist eben keine Entwicklung, die auf Deutschland oder auf die Europäische Union beschränkt ist. Es ist eine Entwicklung, die wir weltweit sehen, zum Beispiel hier auch in den USA. Auch hier ist es so, dass die Zinsen, hier siehst du das sogar ab 1995, die waren mal bei ungefähr 6%, sind gefallen, haben sich wieder nach oben gerappelt, dann kam die Finanzkrise und da schon nahe 0%, dann hat die Fed, also die amerikanische Notenbank, versucht, die Zinsen wieder anzuheben. Doch schon vor der Corona-Krise sind sie wieder auf unter 2% gefallen, dann kam jetzt der Corona-Crash und jetzt sind sie wieder ganz weit unten. Und wir haben ja jetzt die Notenbanken, die im Prinzip die Staatsfinanzierung übernommen haben. Ganz stark siehst du das ja auch in Japan zum Beispiel. Da haben wir die japanischen Zinssätze hier. Und da haben wir ja schon relativ lange Zinsen, die beim Nullniveau auf Nullniveau angekommen sind und ja sogar unter dem Nullniveau verharren. Also Geld zu haben, kostet jetzt Geld. Und das ist einfach jetzt ein Megatrend hier in den westlichen Industrienationen, dass du für Geld nichts mehr bekommst. Es sei denn, du investierst es in Aktien. Das zeige ich dir mal hier am Aktienfinder. Hier siehst du die 20 Aktien, in die wir investieren. Und das sind ja fast alles Dividendenaktien mit Ausnahme von Amazon. Und dann siehst du die Dividendenrendite. Wo siehst du sie? Moment. Du siehst die Dividendenrendite hier. Kann man ja mal absteigend sortieren. Dann siehst du, es gibt durchaus Aktien, da kriegst du noch über 3%, 3M, Unilever, Cisco Systems, dann hier noch überall über 2%, 1%, dann wird es niedriger, weil wir uns ja auch auf eine Strategie des dynamischen Dividendenwachstums festgelegt haben. Also wir wollen, dass die Aktien ja noch die Dividenden erhöhen. Das siehst du dann hier, die Dividendensteigerungen, die durchaus zweistellig sind, insbesondere wenn es nach unten geht. Das heißt, wo die Dividendenrendite niedriger wird, da ist dann das Dividendenwachstum tendenziell höher. Teilweise sogar im ja, 30% hier bei Tencent, bei Visa über 20%. Relativ stolz. Da, wo die Dividende schon relativ hoch ist, da ist dann das Dividendenwachstum relativ niedrig. Also bei 3M und Unilever beispielsweise im einstelligen Bereich. Wir haben ja jetzt die Corona-Krise und die sich ja auch negativ auswirkt auf die wirtschaftliche Aussicht. Das siehst du beispielsweise, ich habe mal eine Auswertung gemacht hier, dass aus der Aktienfinder-Datenbank relativ viele Unternehmen die Dividende jetzt auch gekürzt haben oder teilweise sogar gestrichen haben. Ja, Boeing, Fielmann, Fraport, Salzgitter, ThyssenKrupp und so weiter hier komplett die Dividende gestrichen. Andere haben die Dividende sehr stark gekürzt, wie ja, viele, hier siehst du ja die ganzen Unternehmen, muss jetzt nicht alle vorlesen, sehr stark gekürzt. Und im Starter Depot haben wir auch Aktien, die jetzt ein bisschen gelitten haben, was das Gewinnwachstum angeht und auch was die Dividende angeht. Und da haben wir hier den jährlichen Zuwachs der Dividende geschätzt. Adidas beispielsweise, da hängt die Dividende jetzt so ein bisschen in der Luft nach meinem Erkenntnisstand. Aber allgemein ist es so, dass wir nach wie vor hier ein Depot haben, wo die Dividenden weiterhin wachsen. Und das siehst du eben hier an der Spalte jährlicher Zuwachs der Dividende geschätzt. Und du siehst ja auch hier nochmal weiter das Ranking. Absolutes
Top-Ranking, also das sind sehr schöne oder sehr hohe Scores, die wir hier haben. Dass Amazon hier ein Ranking von 0 hat, liegt daran, dass Amazon keine Dividende bezahlt. Das ist ein Killer-Kriterium für ein Ranking, das auf Dividendenwachstum setzt, ist wie gesagt die Ausnahme gewesen. Also so viel zu Aktien und ich denke, dass wir wirklich ein Zeitalter oder das Zeitalter der Aktie vor uns haben und dass wenn du in solide Aktienunternehmen investierst, mehr aus deinem Geld machen kannst, als wenn du beispielsweise ja, dein Geld aufs Sparbuch oder im Tagesgeldkonto versauern lässt. Dann gucken wir mal uns das Starterdepot an. Aktueller Stand in Portfolio Performance. Bei Consorsbank ist es ja jetzt so gewesen, dass die Performance Report noch ein bisschen alt war. Ich wollte jetzt nicht so lange warten, bis der neue Performance Report rauskommt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen, hier im Diagramm, wo dann auch noch ein Benchmark dabei ist. Und man sieht hier im Prinzip zwei, vielleicht drei Sachen. Das eine ist, also die grüne schraffierte Fläche hier, das ist das Starterdepot. Und dann haben wir hier ein paar Benchmarks. Ich habe mal einen DAX noch mit reingenommen. Zweimal den MSCI World, einmal in Euro und einmal in US-Dollar. Und dann hier diese blaue Linie, das ist der DAX. Was man zum einen sehen kann, denke ich, es ist, dass das Starterdepot ruhiger verläuft als die ganzen Benchmarks. Die heißt, diese ganzen Benchmarks, die haben mehr Ausschläge als das Starterdepot. Das ist das, was wir im Bericht der Consorsbank ja schon gesehen haben mit Risiko bzw. Volatilität. Das werden wir auch hier gleich nochmal sehen. Das ist das eine. Dann sehen wir, dass das Starterdepot halt entsprechend auch sehr gut durch den Corona-Crash gekommen ist, hat also deutlich weniger verloren als die Indizes. Und jetzt geht es aber wieder nach oben im Rahmen dieser V-förmigen Erholung. Und das siehst du jetzt, dass wir zwar noch vorne liegen im Standarddepot, aber dass jetzt die Vergleichsindizes wieder aufholen. Das heißt, die haben sehr viel abgegeben und jetzt kommen die wieder zurück. Insbesondere interessant, der DAX, der historisch jetzt die letzten Jahre sehr schlecht performt hat, hat jetzt hier außergewöhnlich gut performt, also sehr stark zugelegt. Das siehst du noch hier am 11. Mai beispielsweise noch lag der DAX ganz klar hinten mit minus 13% und der iShares MSCI World hat schon fast wieder ausgeglichen gehabt, war schon fast neutral und hier hat der DAX jetzt schon fast aufgeschlossen auf die MSCI World hier. Es ist die Performance begonnen hier in der Betrachtung ab dem 1.7.2019, weil zu dem Zeitpunkt wird die erste Aktie ins Standarddepot gelegt haben, also Microsoft habe ich ja vorhin gezeigt. Und jetzt ist jetzt hier der aktuelle Stand. Standarddepot hier noch vorne, aber MSCI World schon ganz nah dran und auch der DAX hat da schon aufgeschlossen. Wenn wir uns hier mal Rendite, Volatilität angucken, das ist das Gleiche, was ich dir auch gezeigt habe im Performance Report hier der Consorsbank, dann siehst du hier ganz das Identische. Wir haben hier das Standarddepot. Das ist mir aus der Renditesicht hier mit dem Nasdaq liegt es auf Augenhöhe, leicht drunter hier jetzt. Aber was dann das Risiko angeht, siehst du hier, dass die Volatilität, die ist deutlich niedriger als bei allen Vergleichsmaßstäben, Vergleichsindizes, die wir hier im Angebot haben. Und hier die anderen sind noch deutlich unten drunter, was die Rendite angeht. Ja, dann können wir uns noch eine andere Sicht gönnen des Starterdepots und zwar hier auf der Seite wachstumswerte.net. Das ist eine zweite Seite, die ich habe und hier werde ich oder hier gebe ich jeden Monat wieder, was sich so getan hat im Starterdepot und da siehst du dann auch wieder die Moment, muss ich jetzt mal gucken. Das ist nicht ganz das, was ich sehen wollte, denn hier ist der Marktwert zum Monatsende. Da fehlen noch 500 Euro, ganz offensichtlich. Da muss ich nochmal gucken, was da los ist. Das heißt, wir gehen gleich weiter und zwar zur Endauswertung des Starterdepots hier auch auf der Seite wachstumswerte.net. Aber hier, wie du siehst, stimmt es schon. Hier ist der Marktwert, aktueller Bestand 6.233 Euro, also wieder die 6.200 und ein paar zerquetschte. Und was du hier noch sehen kannst, das ist eben hier dann auch der Kursgewinn und beziehungsweise hier auch die Dividende, die wir schon kassiert haben. Also
Wert von 61 Euro hier. Dann haben wir die Dividendenrendite aufs Depot, aufs komplette Depot, also auch beispielsweise auch auf Amazon oder auf Tencent, auf Aktien, die kaum Dividende ausschütten momentan, beziehungsweise eine sehr niedrige Dividendenrendite haben, gibt es schon über 2% hier an persönlicher Dividendenrendite, die wir haben. Und dann siehst du hier auch, was ich meinte mit dem dynamischen Dividendenwachstum. Ich mache es mal ein bisschen größer hier mit dem dynamischen Dividendenwachstum. Wir haben hier eben ein zu erwartendes Dividendenwachstum, das zweistellig ist. Also 10%, vielleicht jetzt ein bisschen niedriger aufgrund des Corona-Crashs, aber immer noch deutlich mehr, als man normalerweise kriegt in Form von Gehaltserhöhungen. Also deutliches Dividendenwachstum nach wie vor. Und interessant hier der Blick auf das gesamte Depot im Kuchendiagramm. Das heißt, hier siehst du die kompletten Aktien. Ich mache es mal ein bisschen kleiner oder ich mache mal hier den Browser noch ein bisschen größer, dass du das besser siehst. Und hier siehst du hier, das ist meine Lieblingsansicht des Starterdepots, wie viel die einzelnen Aktien bzw. Positionen wert sind und dann in welche Branchen wir quasi investieren. Relativ viel Technologie mit 37%, aber auch hier dann insgesamt aufgeteilt in 7 unterschiedliche Aktien. Und wir haben auch so ein bisschen Finanzen hier mit American Tower und Visa, haben ein bisschen Gesundheit hier, auch mit Fresenius, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, etwas Industrie und dann haben wir auch Konsum, wo wir dann auch zum Beispiel Adidas finden, die jetzt höchstwahrscheinlich eine Dividendenkürzung erfahren werden. Werden sich andere Aktien noch relativ gut aus der Affäre gezogen haben, wie Home Depot und McDonald's. Insgesamt also ein sehr schönes, rundes Depot, wie ich finde. Dann die Gewichtung nach Land und Regionen hier mal wieder. Nordamerika ist ja das Land, das Aktienland sozusagen mit einer sehr ausgeprägten Aktienkultur. Knapp 70% in die USA investiert. Da gibt es viele Depots, die deutlich US-lastiger noch sind. Wir haben tatsächlich auch Europa nach wie vor im Depot mit knapp 30%, ein bisschen Asien und wir haben auch Deutschland investiert. Deutschland ist ja außer Mode, auch bei vielen Finanzbloggern ist Deutschland komplett außer Mode. Das ist einfach uncool, weil halt, ich hatte ja auch schon gesagt, der DAX in den letzten Jahren auch nicht so gut gelaufen ist. Jetzt siehst du aber, dass der DAX sehr schön diese V-förmige Erholung mitgenommen hat. Und dann haben wir Adidas, Fresenius und SAP. Und als weitere Euro-Aktie, also im Euro-Raum aus den Niederlanden, haben wir Unilever. Und aus dem Rest Europas haben wir eine Aktie aus Großbritannien und eine aus Dänemark, Novo Nordisk und Diageo. Also wie gesagt, ich finde ein relativ rundes Depot und dann haben wir auch noch Tencent hier drinne als China-Kracher sozusagen, die wir auch vor kurzem auf dem Aktienfinder-Blog analysiert haben, kostenlos zugänglich. Auch analysiert haben wir vor kurzem übrigens Visa auf unserem Blog, Apple haben wir auch und Unilever haben wir ebenfalls und McDonald's haben wir ebenfalls analysiert. Das nur nebenbei, also du kannst hier, wenn du auf aktienfinder.net gehst und hier auf unseren Blog gehst und du ein bisschen mehr erfahren möchtest über die einzelnen Aktien, nochmal hier, dann kannst du das Ganze dir hier anschauen. Hier hast du dann nochmal die Analysen und dann kannst du hier auch die einzelnen Aktien dir auswählen. Kannst zum Beispiel hier auf Unilever gehen und hier siehst du dann, was wir zu Unilever haben. Hier siehst du dann die Unilever-Analyse. Microsoft ist dann hier. Das siehst du hier unten, hier in diesem Artikel offensichtlich kommt sowohl Unilever als auch Microsoft vor. 3M haben wir hier abgedeckt. Was gibt es noch? Novo Nordisk haben wir auch hier abgedeckt in dem Artikel. Hier haben wir noch Tencent extra gemacht. Visa haben wir extra gemacht. SAP haben wir ja auch. Ja, genau. Kannst du dir auch alles mal in Ruhe anschauen. Werde ich unten verlinken. Wir hatten ja uns sowieso sehr ausführlich mit den ganzen Aktien beschäftigt. Das wirst du dann sehen, wenn wir hier mal weiter runter gehen. Da gibt es sowieso sehr viele, also zu jeder einzelnen Aktie gibt es hier auch nochmal eine Analyse als Video. Die sind teilweise natürlich schon ein bisschen alt, also sind dann schon ein paar Monate auf dem Buckel, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch dasselbe Unternehmen. Insofern ist es noch aktuell. Und ich finde auch eigentlich sehr interessant und auch
Schade, dass normalerweise ist es so, gerade in der Finanzindustrie, dass immer nur das Neueste zählt. Das heißt, was du gestern erzählt hast, so frei nach Konrad Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist auch sehr interessant. Nochmal Stichwort Marketing, Market Timing. Es gibt einen Finanz-YouTuber, der hat seine gesamten Aktien verkauft, einen Corona-Crash, und hat dann versucht, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann er wieder einsteigt, und wollte das festmachen, wenn ich mich richtig erinnere, an 1000 Corona-Toten in den USA oder so. Also sehr originell, aber ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Und das war auch immer wieder so ein Beispiel für einen Versuch des Market Timings. War sicherlich sehr gut, marketingtechnisch, aber es bringt halt wenig Mehrwert für die Zuschauer dann tatsächlich, weil es führt halt komplett auf die falsche Spur, sowas. Und insofern halten wir da, also davon, also sehr weit Abstand. Ja, also das waren die ganzen Analysen, und dann siehst du hier noch die einzelnen Positionen zu dem Depot. Und da siehst du ja auch, dass wir hier flächendeckend schon fast im Plus sind, obwohl wir hier, was die Wechselkurse angeht, keinen Rückenwind, sondern Gegenwind haben. Ansonsten wären wir beispielsweise auch mit McDonald's im Plus. Aber die drei Positionen, die sind sozusagen ehrlich im Minus: Unilever, Diageo und Pepsi. Aber immerhin gab es ja hier auch schon Dividende. Allgemein haben wir hier doch schon natürlich bis auf Amazon überall mal jetzt Dividende kassiert. Ist ja klar, ist jetzt ein Jahr alt und kommt schon ein bisschen was zusammen. Also ist jetzt nicht so viel, aber immerhin über 60 Euro. Nochmal zum Vergleich: Tagesgeld hätte vielleicht 15 Euro gemacht, und das wäre dann die komplette Rendite gewesen. Hier haben wir noch Kursgewinne miterzielt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wollte ich noch was zeigen? Nee, eigentlich nicht. Auf zwei Fragen gehe ich noch ein, die eigentlich jetzt immer wieder kommen. Diejenigen, die im Starterdepot mit dabei sind, die fragen jetzt oft: Ja, wenn du von vorne anfangen würdest, würdest du dann andere Aktien auswählen als die, in die wir hier mittlerweile investieren? Hintergrund ist, dass wir ja das Ganze bei der Consorsbank machen, und bei der Consorsbank sind viele Aktien jetzt neu sparplanfähig geworden. Das heißt, die Auswahl ist jetzt nochmal reichhaltiger geworden. Antwort: Ich kann es nicht genau sagen, weil wir haben ja uns sehr, sehr viel Zeit genommen, hier die Aktien auszusuchen, in die wir investieren. Und wir haben ja im Prinzip nur Aktien genommen, und am Ende von denen wir wirklich überzeugt waren, und keine Notlösung. Wir haben ja auch mal ein bisschen ausgesetzt, bis die Consorsbank Aktien neu sparplanfähig gemacht hat. Insofern sollte es nicht allzu viel ändern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es durchaus sein, dass dann die eine oder andere Aktie noch reingekommen wäre. Die Consorsbank hat ja auch die Aktien sparplanfähig gemacht. Nicht irgendwelche, sondern die, die wir uns ja auch gewünscht haben, mit heraus aus der Aktienfinder-Community. Insofern kamen sehr viele hochklassige Aktien mit rein. Also es kann schon sein, dass die eine oder andere Aktie dann, beziehungsweise dass das Starterdepot ein bisschen anders aussehen würde. Aber im Prinzip, es ist so qualitativ hochwertig, und das andere Ergebnis wäre auch qualitativ hochwertig gewesen. Insofern ist es aus meiner Sicht nicht so kriegsentscheidend. Dir steht natürlich frei, eine andere Aktie auszuwählen, oder du kannst auch gerne über die 20 Positionen hinausgehen. Ich möchte aber nicht Hü und Hott machen. Das heißt, da ist jetzt eine Aktie, die ist vielleicht ein bisschen besser als die andere Aktie, deshalb tauschen wir die jetzt aus, oder jetzt machen wir aus 20 Aktien 25 oder 30 Aktien, nur aus Marketinggründen, damit wieder was passiert, damit wieder Action ist. Ich möchte das Ganze ruhig halten, mit ruhiger Hand, weil ich denke, so profitiert ihr als Zuschauer am besten und am realitätsnahsten von den Aktieninvestments. Also das war die eine Frage. Und die andere Frage, die dann oft kommt, das sind dann die, die kein Starterdepot haben. Die fragen dann: Ja, kann ich jetzt noch einsteigen? Ist es zu spät? Natürlich kannst du immer einsteigen, wann du möchtest. Steht ja völlig frei, wann du einsteigst, in welche Aktien du investierst. Du kannst im Prinzip auch in ETFs investieren. Das ist auch gut. Das sage ich ja immer: Aktien müssen Spaß machen. Die müssen Spaß machen. Wer nur in Aktien investiert, weil er ein ETF schlagen will, das geht schief. Aktien sollen dir Spaß machen, im besten Fall sind die ein bisschen ein Hobby, und die Wirtschaft soll dir ein bisschen Spaß machen, soll dir Spaß machen, so die Zusammenhänge zu verstehen und dich mit den Unternehmen ein bisschen zu beschäftigen. Dann ist das eine absolut geile Sache. Dann ist es quasi ein Hobby, das kein Geld kostet, sondern
was dir hoffentlich langfristig auch noch Geld bringt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und wenn du noch anfangen möchtest, dann kannst du hier einfach mal das Starterpaket wahrnehmen. Da kriegst du noch eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder obendrauf. Über 90 Tage steht dann hier. Verlinke ich auch gerne. Das ist so mein Beitrag hier zur Förderung der Aktionärskultur sozusagen. Ja, gut, das war im Prinzip das Update. Ich denke, das war jetzt auch ein bisschen Motivationsupdate zum Starterdepot, was sich so getan hat. Auf die einzelnen Aktien hier plus 3%, plus 2% und so weiter bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Das ist schon wieder ein bisschen auch Mikromanagement. Wenn ich da mal was Größeres tun sollte bei einer Aktie, dann gehe ich gerne drauf ein, aber da ist hier jetzt nichts so wirklich Aufregendes passiert aus meiner Sicht der Dinge. Also, dass Adidas jetzt Probleme hat, weil die Filialen geschlossen waren während der Corona-Krise, so wie alle anderen Filialunternehmen auch. Ja, okay, ist halt so. Adidas überlebt es aber, da bin ich mir doch recht sicher. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, drücke ich uns noch weiterhin die Daumen, dass es weiterhin so schön läuft wie bisher und danke fürs Zuschauen. Tschüss!